So, Burak, wir heute wieder zusammen in alter Frische mit dem neuen Thema bei Pro Meets. Jetzt musst du sagen. Profiling. Yes, sir. Yes, 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 yes. Check, check, check. Ich freue mich wirklich drauf, weil wir haben uns mal das Thema hergenommen, Kulturunterschiede. Allgemein im Business, in der Welt, im Privaten. Ich denke, das ist ein schönes Thema für uns beide, weil wir sind ja international unterwegs, einfach beruflich und privat gemeinsam. Und das können wir uns oder wollen wir heute beleuchten, nicht wahr? Richtig, lieber Oliver. Ja, wir haben es ja tagtäglich zu tun mit verschiedenen Kulturen, Kulturkreisen, auch im Ausland, wenn wir unterwegs sind, ja, haben wir es verschiedenen Kulturen zu tun. Und das ist, denke ich, in der heutigen Zeit, glaube ich, wichtig, das Ganze mal zu durchleuchten. Welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Ja, was waren unsere Learnings? Was waren unsere Big Points? Was yes, ist das yes. Red Car in dem Bereich? Ja, das genau. War unsere genau, letzte oder vorletzte Folge. Ne? Genau. Richtig, ja. Du bist ja oft in Nizza oder Côte d'Azur, da die Ecke. Da gibt es ja auch Red Cars. Ja, die sind halt ein kleines Pferdchen vorne drauf. Ja, das ist lustig, andere Red ich sehe jetzt. Nee, ich sehe die gar nicht. Ich sehe jetzt Vespas. Ne? Das ist, weil ich habe eine eigene Vespa, orange, sei 50 Jahre alt. Und ich suche eine Garage hier. Und das, natürlich trifft das jeden, das ist verblüffend, weil jetzt sehe ich ununterbrochen Vespas hier rumdüsen. Ja. Also gar nicht so die Ferraris, die ich sehe, die fahren ja auf der Autobahn da oben. Ja. Ich bin ja hier in der Stadt und da sieht man Vespa das ja. Vespa ist auch schön. Wahnsinn. Ja, somit sind wir schon bei der Kultur. Vespa ist, glaube ich, italienisch, kann das sein? Und das ist italienisch und der fährt man in Frankreich und überall. Also du siehst Italien, Frankreich, Deutschland, Portugal, Türkei. Kroatien, wir haben alles mit dabei. Ja. Erzähl mal deine Erfahrungswerte, lieber Oliver, in dem Bereich. Meine Vespa-Erfahrung? Okay. Generell, mit kulturellen Unterschieden. Also, ich lasse mir Vespa sagen, ich schaue ziemlich lustig aus auf der Vespa, weil ich bin ja mit der 84, habe jetzt auch ein gewisses Kampfgewicht erreicht und ich glaube, Vespa wurde gebaut für kleine südländische Italiener, die dann gestikulierend, übrigens das ist ein Thema von Kultur, Gestik, Mimik, gestikuliert rumfahren und dann hockt der Vogelhuber aus Nürnberg-Schweinau mit 1,84 und 95 Kilo, also wie auf dem Küchenstuhl. Aber das Gefühl ist schön für mich. Ich glaube, von außen sehen andere Kulturen mich doch ein wenig als was kommt denn da für Geschoss an? Geschoss, gute Überleitung. Meine interkulturelle Kompetenz, ja, wo kommt die her, ne, wenn man Kompetenz reden kann? Also ich bin ja als junger Mann nach Frankreich mit 26, ne? Ich bin ja nach Frankreich und ja, aus Gründen der Partnersuche damals, ich wollte ja eine französische Frau, das hatte ich ja schon mal in der Folge erwähnt, und bin dann in die Kultur Schweden, anstatt nach Frankreich, nach Schweden eingetaucht. Ja. Und das war so, also wirklich die erste Erfahrung, dass Menschen zwar gleich gebaut sind mit den Unterschieden von Haaren, Augen und Körperstatur und so, da gibt es natürlich große Unterschiede auf dem Planeten, wie wir wissen, begründet durch Wanderbewegung und Abstammung, aber wir haben halt dieselben Funktionen, wir atmen, wir essen, wir schlafen, also das ist ja einheitlich. Und trotzdem war es in Schweden schon, man sagt ja da so Kulturschock, weil es total anders war, im Umgang der Menschen miteinander, nicht schlechter oder besser, sondern anders. Also was ich mich deutlich erinnere, war, dass man die Schuhe auszieht vor der Haustür. Also ja, das kenne ich aus unserer Kultur auch. Also im Türkischen ist es ja auch so. Echt? Schau, in der Türkei, ich wusste, dass in Russland teilweise das auch so ist, dass man aus Höflichkeitsformen
also und Hygiene, keine Ahnung, die Schuhe auszieht. Also die stehen alle, das Erste, was ich gesehen habe, dass alle Schuhe vor der Tür stehen, wo ich dann natürlich nachfrage und sage, ist Weihnachten, habt ihr was versteckt? Und so die Erklärung war, das macht man einfach. Also und die, dann ist die Anpassung von mir erforderlich, weil ich kann ja nicht sagen, nee, ich marschiere da jetzt rein. Das heißt, der erste Lerneffekt war damals, wenn ich sympathisch Beziehung, Aufbau, es ist eigentlich immer das Gleiche, muss ich ja mich anpassen an die Kultur, in die ich hineingehe. Und das erwarte ich aber auch von Kulturen, die in mein Leben kommen, dass sie das wertschätzen und respektieren und akzeptieren. Und die Beziehung war mit skandinavischen Menschen nicht ganz einfach und die würden das Gleiche von mir sagen. Das war die erste. Was war denn deine erste Erfahrung? Ich habe nur viele, die ich jetzt bringen möchte, aber natürlich, dass man so ein bisschen Ping-Pong. Also ich glaube, Erfahrungen haben wir echt sehr, sehr viele. Wenn ich jetzt mal ganz zurückruder, wir sind ja quasi, ich bin aus einer Gastarbeiterfamilie, wenn ich mit meinem Opa in Istanbul, wenn ich den immer besuche, erzählt er mir immer die Stories, wo er das erste Mal nach Deutschland gekommen ist. Ich glaube, 1965 war es. Sind die mit dem Zug, er ist alleine, also meine Oma ist noch in der Türkei geblieben. Er hat da irgendein Ausschreibung oder nicht Ausschreibung, sondern man muss einen Test damals machen und das hat er dann geschafft. Und dann auch Gesundheitscheck und Intelligenztest und so weiter wurden zwei von glaube 50 genommen. Da war er dabei und dann ist er zum Münchner Hauptbahnhof und dann wurden die in verschiedene Züge gesetzt, ja, nach NRW und Baden-Württemberg und mein Opa kam dann in Erding an. In Erding sozusagen, in Bayern und das war ja schon mal der erste Unterschied, ja, also du wächst in Istanbul vor Ort auf und bist dann auf einmal dort und dann diese Anpassung, die Sprache. Er hat natürlich viele Kollegen gehabt, hat er gesagt, aus Italien. Ja? Dann hat er Italienisch auch ein Stück weit gelernt. Ja? Dann kamen dann irgendwann noch andere Kulturkreise dazu. Ja? Und das ist das Schöne, wenn man das hört. Und heutzutage ist es ja genauso. Ich bin in der dritten Generation ja quasi in Deutschland aufgewachsen, bin aber hier geboren, sehr, sehr deutsch aufgewachsen, aber die anderen Kulturkreise natürlich auch mitbekommen. Und wenn man das dann ein Stück weit beide Welten dann so sieht und kennt, ist es schon was Schönes. Und da gibt es schon viele Unterschiede. Wobei jetzt die vierte, fünfte Generation ja eh schon am Verschmelzen ist, sage ich mal. Ja, viele Kultursachen, die man von früher kennt, ist für den, der in Deutschland groß geworden ist oder auch normal, ja, also man kennt es, aber es ist schon eine gewisse Schnittstelle und auch beruflich gesehen, also ich habe über 25, 30 Nationalitäten bei mir in der Direktion, ja, ob das jetzt Indien ist, ob das weiter in Asien ist, ob das Italien ist, Kroatien ist, Serbien ist, Portugal, Spanien, Frankreich, England, USA und noch viele mehr. Also es ist schon echt spannend, wie jeder was für sich sieht. Ja? Und ich selber hatte das große Glück, lieber Oliver, ich bin ja mit 13 Jahren zu Bayern München gekommen und wir hatten dann immer oft internationale Turniere außerhalb und wir durften dann auch bei Gasteltern schlafen. Also es war nicht üblich, dass wir in ein Hotel gegangen sind, sondern wir waren halt bei der einladenden Fußballmannschaft bei Gasteltern und ich war dann im 1994 ging das an. Zum Beispiel in Ostberlin haben wir ein Turnier gehabt und dann haben wir bei einer Familie, die in Ostberlin groß geworden ist, haben wir da übernachtet und dann mit den Kids uns ausgetauscht und dann haben die was von Ostschokolade und Westschokolade erzählt und Bananen und das gab es vor ein paar Jahren noch nicht und so. Und für mich war das unvorstellbar. Ich war 12 Jahre alt, bin in Markt Schwaben bei München groß geworden. Und was reden die jetzt? Ja? Keine Ahnung gehabt. Ja? Aber es war auch innerhalb Deutschland anders. Dann waren wir in NRW, Mahlhüls damals bei Recklinghausen. Das war dann eine komplett andere Welt. Also auch innerhalb der in Deutschland andere Herangehensweisen, andere Kultur, würde ich schon mal fast sagen, ja. Da waren wir oft in Baden-Württemberg, ja, da war super Essen gehabt, viel Spätzle und so ein Zeug, ja, also was war Weltklasse, Herzlichkeit. Dann waren wir war ich im Sommer im Dorf bei uns in Istanbul, dann bin ich mit der Oma an die griechisch-bulgarische Grenze im Dorf, dann hatten die noch so ein Plumpsklo im Hof gehabt. Ja, und das war halt Landwirtschaft und war halt dort. Das war wie Urlaub auf dem Bauernhof. Dann zwei Monate später bist dann mit der Fußballmannschaft in Florida, in Fort Myers auf dem Fußballturnier und bist bei Gasteltern. Ja, und die haben ein großes Anwesen gehabt mit Pool und Riesending.
Die haben die Sportbegeisterung nochmal ganz anders gelebt. Es war eine extreme Positivität. Hey, come on, go und Ding. Also es ist also Wahnsinn gewesen in jungen Jahren, diese verschiedenen Kulturen, verschiedenen Einflüsse. Und das hat mich schon geprägt und hilft mir natürlich in der heutigen Zeit mit dem Umgang mit vielen verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen, aber auch Kulturstrukturen. Und alles hat schon irgendwas. Ja? Wir haben das Thema Pünktlichkeit, sieht halt jeder anders. Wir haben ja da würde ich auch gerne was dazu sagen. Können wir dann gerne sprechen. Oder das Thema Freundlichkeit, Respekt, Standards, Gewohnheiten, was für den einen normal ist. Stellung der Frau, das Stellung sind natürlich der Frau schon so Themen. Ne, die dann das sind verschiedene Themen, wo es immer mal gut ist, da sich damit zu beschäftigen und das mal zu erleben, weil jeder hat ja so seine Sicht der Dinge, seine Gewohnheiten. Also hochspannend und aber auch wichtig, wichtig. Aber eins vereint das Ganze. Menschen brauchen Menschen. Ja, gemeinsam essen, gemeinsam austauschen, gemeinsam sich kennenlernen ist, glaube ich, auch die Basis, gute Kommunikation und ein respektvoller Umgang miteinander. Aber jetzt übergebe ich mal an dich, lieber Oliver. Du hast da, denke ich, auch sehr, sehr viele Punkte und naja, was du jetzt zum Schluss genau gesagt hast, ich würde es ja gerne aufnehmen, den Respekt. Die Grundlage, denke ich, damit Kommunikation, was du erwähnt hast, funktioniert, ist erstens mal die Werte und Normen des anderen kennen und respektieren. Also wichtig, kennen und schätzen und respektieren gegenseitig, weil sonst gibt es ja kein Grundverständnis. Dann haben wir Sprachbarrieren, wenn ich das jetzt hier, ich bin ja in Frankreich und der Impuls über Schweden hat dann schon nach Frankreich geführt und ich mache mir jetzt ja seit vielen Jahren Gedanken, wie kann ich mich hier wohlfühlen, wenn ich in Frankreich Geschäfte und private Sachen machen möchte. Und die erste Stufe ist, halt erstmal die Schnauze, Vogelhuber, und schau dir mal an, wie das Land tickt. Und passe dich an. Also ich passe mich natürlich Regeln an, wie man miteinander umgeht. Beispiel ist an der Kasse. Ich bin so geprägt in Deutschland, dass es alles wahnsinnig schnell gehen muss. Und in Frankreich ist es das Gegenteil. Ja? Also wenn du an die Kasse gehst, in Deutschland ist ja leider die armen Menschen, die da arbeiten müssen, wir sind ja alle schon so konditioniert, vom Verkäufer, vom Kassier bis zu uns, dass es ja so schnell gehen muss, dass die durchschieben. Ne? Kennst du das? Dass man, gibt ja Ketten, da fällt es ja am Boden, wenn du es nicht sofort wegnimmst. Das geht hier in Frankreich nicht. Also es geht bei keinem Laden. Du hast Zeit, die Leute haben einen Smalltalk, was ja extrem gut ist und wichtig, auch für die Psyche, dass man so kleine Momente des Austausches hat. Aber ich merke, dass ich mir denke, was quatscht der Alte denn von mir? Aber wir sind nicht daheim, wir sind nicht in Berlin, auch nicht in München, wir haben Zeit. Und das muss ich wissen und akzeptieren. Und dann haben wir die nächste Stufe, ist die sprachliche Verständigung. Weil du ja die Tonspur ja gar nicht hinbekommst. Also wenn du nicht Französisch wirklich auf einem hohen Niveau sprichst, kannst du zwar Sachinfos teilen, aber, und jetzt so ein bisschen den Hintergrund, wie Kommunikation funktioniert, man kann unterscheiden in Kulturen zwischen Low-Context-Kommunikation und High-Context-Kommunikation. Low-Context sind die Deutschen. Und ich habe so viele Fehler jetzt schon gemacht in der Zusammenarbeit mit Franzosen, auch Amerikanern. Das ist wirklich schwierig, weil wir sind ja, Burak, so stolz drauf, dass wir knallhart, also deswegen Low-Context, wir lassen gar keinen Zwischenraum im Lesen von Gestik und Mimik, sondern wir sagen einfach, poff, so ist es jetzt. Und ich wollte dir den Vorteil und den Nachteil und das, was du gut kannst und am besten noch mit dem Finger. Und dann ist alles ausgesprochen und nachvollziehbar. Das ist Low Context. Das heißt, wir haben gar keinen Spielraum der Interpretation. Aber die Franzosen haben das. Sie haben eine High Context Kommunikation. Das heißt, da wird auch ein Ja, manchmal Nein gemeint. Und du musst die kompakte Botschaft lesen über Mimik, Gestik, Körpersprache und Tonfall. Und dann wird es schwer und dann ist Missverständnisse ja vorher programmiert. Das heißt erstens, wer dumpf und stumm in ein Land geht und zeigt ihnen, wie es zu laufen hat, macht den ersten Fehler. Zweiter Fehler im Umgang mit anderen Kulturen ist,
Ich versuche sie zu bekehren, dass das einzig Gute ist, so wie ich die Welt sehe, das geht schief. Dann sprachliche Barriere aufbauen und dann nicht zu unterscheiden, befinde ich mich in einem Low-Context-Land oder High-Context. High-Context heißt, du musst genau aufpassen, wie es gemeint ist. Und die Italiener, die Franzosen, die haben ganz viel, die sagen, ja, aber eigentlich der Blick ist so, no way. Und wir Deutschen sind da ganz anders. Du sagst Pünktlichkeit und dann spiele ich den Ball wieder rüber. Ich habe mich so endlos geärgert hier. Ich habe Amerikanerinnen hier zum Meeting eingeladen und einen jungen Franzosen. Und habe die nicht nur für einen Tag, sondern für eine Woche. Und ich so, ich zahle hier die Unterkunft und wir haben einen Meetingraum und wir besprechen. Übrigens, Thema war interkulturelle Kompetenz und Konzipieren von Seminaren geboten an der Côte d'Azur. Ja. Also übrigens nochmal jetzt hier, positive Psychologie, Landingpage, gucken, da könnt ihr es machen. Aber der Weg dorthin, ich habe mich so geärgert, wenn der deutsche Mann sagt, um 9 Uhr beginnt die Veranstaltung. Wann beginnt denn die Veranstaltung, Herr Kieselei? 9:10 wahrscheinlich. Ich sitze immer 20 Minuten vorher, ich richte, es ist mein ethisches Verständnis, ich richte her. Und um 15:15 dann steht der Kaffee und ich mache mir Gedanken. Ich war vorher beim Bäcker, hol Croissant und Pain au Chocolat für einen kleinen Franzosen. Oh, das wäre jetzt auch schön. Ja, das ist meine Wertschätzung. Und die Amerikanerin kommt 9:05, die ist just in time und sagt, Morning! Ja, das ist so dieses Amerikanische. Das war okay. Und wann kommt der Franzose denn in den Meetingraum? Was schätzt du denn, Burak? Wahrscheinlich um 8:50. Um 8:45. 8:45. Gähnend und sagt, Bonjour, mes amis. Soll ich uns einen Tee machen? Und ich war auf 180, das hat er 2 Tage gemacht. Und danach haben wir mehr oder weniger die Zusammenarbeit beendet, weil wir dann endlos Diskussionen geführt haben, wer Recht hat. Und ich habe gesagt, ich lade ein, ich zahle, also habe ich Recht. Und er sagt, du bist in meinem Land, dann gelten meine Spielregeln. Und, aber am Ende siegt natürlich die Dominanz meiner Persönlichkeit. Ich habe gesagt, okay, dann kann ich es aber nicht brauchen. Wenn ich dich in mein Haus, in mein Geschäftshaus einlade, dann musst du nach meinen Regeln spielen. Ich habe es aber dann verkackt, weil natürlich dann der Mensch sich auch entfernt und sagt, mit solchen Berufsauffassungen will ich nichts zu tun haben. Also da ist es dann spürbar, dass Pünktlichkeit, für mich war das eine Frage der nicht vorhandenen Wertschätzung und auf der anderen Seite war das eher kultureller Wert, 15 Minuten zu spät ist in Ordnung. Ich habe ihn übrigens gefragt, gleich kommst du, komm wieder rüber. Ich sage, wenn du zum Meeting mit einer Frau gehst, und das ist 9:00, dann sagt er, nee, ich komme immer 9:15, weil das ist eine Zumutung, wenn ich 9:00 da wäre, dass sie unter Druck sich fühlt, auch 9:00, habe ich gesagt, sag mal, sei ja nicht ganz dicht, also wenn beide, aber das muss man erst rausfinden und sich danach halten oder handeln und das ist, ich glaube, lebenslang schwierig, wenn man da nicht aufgewachsen ist. Aber jetzt die Pünktlichkeit deiner Riesennationen geschäftlicher Art und vielleicht auch noch die mit Frauen, wie du damit umgehst dann. Also ich sag mal so, das hast du ja schön gesagt gehabt, das Thema Pünktlichkeit kann man sagen, das sieht jeder, ist ein dehnbarer Begriff, was ist pünktlich. Es gibt die akademische Viertelstunde, heißt es immer so schön. Manch einer kommt von Haus aus später, manch einer ist früh da, also es ist wirklich, wie bin ich geprägt, wie bin ich aufgewachsen und du hast es eigentlich wunderbar gesagt und so sehe ich das bei mir im Team genauso. Egal, ob wir hier in Deutschland Meetings, Seminare haben, habe ich genau exakt das gleiche Beispiel. Aber auch wenn wir im Ausland sind, also sprich, wir sind in Portugal oder in Spanien und haben das Ganze und machen einen Treffpunkt aus, dann sind manche Viertelstunde früher da und manche trudeln halt so 9:55 an und manch einer ist 9:15, wenn ich das Beispiel nehmen darf, telefonisch auch nicht erreichbar. Und trudeln dann 20 nach. Was machst du dann? Ja, das ist halt das schmale Grat, weil du hast ja quasi, in unserem Fall ist es ja anders, wir haben ja selbstständige Unternehmer, sind ja keine klassischen Angestellte und wenn wir jetzt, sag ich mal, in so einem Intensive-Reise sind, und einen
Zeitpunkt machen, mache ich mir immer einen Puffer rein. Also dass man sagt, man hat eine halbe Stunde, wo man ankommen kann, setze es bewusst immer ein bisschen früher, weil ich immer weiß, es gibt ein paar Pappenheimer, die kommen immer ein bisschen später. Ja, es gibt auch begründete Spätkommer wie Stau, Unfall, das kann immer passieren und so weiter. Also ich glaube, eine gewisse kulturelle Flexibilität sollte. Oder ja, ja, aber kriegst du das hin? Bekommst du das hin? Weil bei mir klappt das ganz gut. Ja, bei mir klappt das relativ gut. Aber du musst ja puffern auch den Menschen gegenüber, die dann sauer sind. Die sagen, ich bin pünktlich um 9 und die anderen, die haben wohl einen Sonderstatus, Burak, die sind um 20 nach. Ja. Das würde mich jetzt interessieren. Was sagst du denn dann? Ja, das kommt, glaube ich, auf die Situation drauf an. Also wenn wir, sage ich mal, exakt wichtige Meetings haben, wie wenn ich im Fußball, würde ich sagen, ein Fußballspiel, was pünktlich angepfiffen wird und dann kommen drei Spieler zu spät zum Spielbeginn, ja, dann ist natürlich ein anderer Kontext, ja, eine andere Kommunikation, ein Führungsgespräch im Nachgang. Als das machst du schon, ja? Ja, selbstverständlich. Also da brauchen wir dann schon Regeln, aber das ist ja auch im Fußball so, wenn du eine Fußballmannschaft hast mit 8 verschiedenen Nationen, sind die ja auch pünktlich da. Ja? In der Kabine, machen sich warm, da fehlt ja auch keiner. Also ich glaube, es kommt immer auf die Situation drauf an, im beruflichen Kontext. Ja? Im privaten Kontext bin ich relativ entspannt, da baue ich mir von Haus aus, um das Ganze zu entzerren, immer ein bisschen ein Puffer ein, dass man sagt, komm, wir treffen uns im Restaurant, ich habe reserviert ab, ja, wäre schön, wenn du um 9 da bist, ja, wenn es jetzt eine Viertelstunde später ist, weiß ich Bescheid, ich werde da sein, aber da gehe ich schon mit einer ganz anderen Einstellung dann auch an die Sache. Okay, du hast eine ganz andere Grundeinstellung, ja, dann. Genau, das ist diese Vorbereitung, weil ich kenne es aus dem Türkischen. Ja, und dadurch, dass ich mit vielen Nationalitäten zu tun habe, weiß ich ja, wie es ist. Und wenn man die Menschen schon ein bisschen auch kennt, dann kann man das ja auch ein Stück weit einschätzen. Ja, es gibt, und das ist bei mir mit Kunden und Mitarbeitern, es ist genau das Gleiche, dass man diese Erfahrungswerte auch nutzt in der Terminierung. Na, da bist du gut, ja. Da bist du gut. Aber ich gebe dir da recht, also Thema Kasse im Ausland habe ich auch erlebt. Ja, die lassen sich Zeit und reden noch und so weiter. Und dann habe ich mich auch immer erkannt, wie der Deutsche bei mir rauskommt. Ja, so, man sagt mal, hey, bleib entspannt, es ist alles easy, ja, sehe es positiv, das Herzinfarktrisiko hier in diesen Ländern ist gerade null, ja, warum rege ich mich auf, also bleib entspannt, merkt man auch übrigens in der Fußgängerzone in den Städten, wenn man zum Beispiel hier in München in die Fußgängerzone geht und die Leute beobachtet, die haben ein ganz anderes Tempo, die gehen schnell, die sind alle so wie Getriebene und wenn du jetzt im Süden in irgendeiner Stadt mal in die Fußgängerzone schaust, da flanieren die eher, die sind auch schon beim Gang schon entspannt, weißt du, ich meine, also man merkt es schon an der Art, an der Optik. Es ist entschleunigter, ne? Es ist ja häufig entschleunigter. Ja. Wir sind halt entspannt. Oder Italien hast du gesagt, wir waren mal auf einer Kreuzfahrt in Palermo einen Tag, dann bin ich in so einen Espresso-Laden und dann hast du da auch die Geschäftsleute da gehabt mit Hemd und hochgekrempelten Armen und immer so, wie du gesagt hast, da haben sie einen Espresso getrunken, tralala. Der eine kam dazu, der andere ging weg und ja, sehen wir uns heute Abend. Also es ist ein bisschen... Ja, man kann voneinander lernen. Ja, naja, aber das Wichtige ist ja, wir können uns fast nicht schützen, wenn du in solchen, weil Emotionen sind ansteckend, Umfeld ist einfach unfassbar prägend. Und das, was du sagst, fällt uns ja auf. Ne? Du bist in Italien und sagst, es ist schön, die reden, die haben einen Cappuccino. Und ich merke das auch, wenn ich die erste Woche wieder nach einer langen Zeit von Deutschland hierher komme, dann fällt mir das so auf, wo ich denke, du bist sowas von 100% Deutsch jetzt gerade wieder, was mir unangenehm ist dann. Und dann brauche ich wieder eine gewisse Zeit, um dann so diese Entschleunigung hinzukriegen. Und hier geht man ja Mittagessen, wenn man beruflich, wenn man im Kontext hat, 1,5 Stunden, 2 Stunden Mittagessen. In Deutschland, wenn ich Veranstaltungen mache, wird immer auf Zeiteffizienz gedrückt. Ja. Ne? Also 40 Minuten, da machen wir hier, lassen wir Pizza liefern. Das ist in solchen Ländern wie Italien, Frankreich gar nicht möglich. Ne? Da muss man sich anpassen, was uns gut tut. Es wird, glaube ich, auch zelebriert. Also wenn ich war selber noch nie richtig in Frankreich. Das Einzige war ich in Straßburg mal gewesen. Mhm. Aber ich höre es ja von einem Mitarbeiter, der eine französische Frau hat. Und der sagt halt auch, er ist oft in Frankreich. Da wird ja auch Mittagessen einfach zelebriert. Ja, es ist was Schönes. Es ist ja Aperitif und Digestif und allein die Wording sind ja schon so schön. Ja? Und dann wird es eine Gemeinschaft. Ja? Und das ist es, glaube ich, auch. Ja? Es ist halt anders. Ja?
Und hier ist, wie du gesagt hast, schnell mal Brotzeit, zack, zack, zack. Und ja, wir haben nur eine Viertelstunde ausstempeln, einstempeln und weiter geht's. Und Mittag 45 Minuten, dann geht das Seminar. Pum, pum. Und so ist unser Ruf übrigens ja. auch, ne? So und, dieses Gehetzte und Perfektionistische. Ja. Ja. Nur dadurch, dass man ja auch sieht, dass wir immer mehr ja, Migrationshintergrund haben in Deutschland. Ja. Ich gehöre ja selber dazu. Ich bin in der dritten Generation, bin in einer leitenden Position. Und es gibt ja auch mittlerweile viele verschiedene Berufe, ob das Anwälte, Steuerberater, Physiotherapeuten, Ärzte, Politiker, die Migrationshintergrund haben. Deswegen ist es ja auch unsere Aufgabe, da die Zukunft zu gestalten, die Kommunikation zu verbessern und eine gute Kommunikation herbeizuführen und die Menschen, du sagst es immer so schön in den Seminaren, so zu führen, wie sie gerne geführt werden wollen. Ja, also man muss wirklich wissen, nicht nur die Stärkenprofile und die Treiber, sondern auch die kulturellen Hintergrund. Und ich glaube, das ist die Challenge, die Königsdisziplin. Und, aber jetzt, ja. Das ist mir nicht falsch verstehen, ne? Wenn du sagst Migration, das heißt, wir haben natürlich einen Zustrom von Menschen aus anderen Kulturen in Deutschland. Und ich erwarte das aber auch natürlich von Menschen, die genau die Umkehrung. Wenn ich ins Ausland gehe, dann erwartet man ja auch von mir, dass ich weiß, wie die Welt hier tickt und dass ich das akzeptiere und mich anpasse, Sprachbarrieren abbaue. Das ist außer Frage. Was ich gemeint habe, ist die schon hier geboren sind und Migrationshintergrund haben. Also, weißt du, es gibt ja viele, die schon vor 20, 30, 40 Jahren. Okay, die dritte Generation. Ja. So, aber die sind ja aber jetzt schon in den Berufen drin. Ich meine jetzt nicht die neu dazukommen. Da ist es ja wieder ein neuer Prozess. Ja, sondern es ist wirklich, wenn ich Fußball verbinde zum Beispiel. Ja, ich habe auf dem Bolzplatz im Markt Schwarm einmal gekickt. Ja, da waren wir türkischstämmige, deutschstämmige und so weiter. Dann irgendwann Anfang der 90er kamen dann die Kosovaren, Albaner vom Jugoslawienkrieg, ja, die Kinder. Dann hast du mit denen gekickt. Also es war wunderbar, man lernt sich kennen. Und diejenigen sind ja jetzt auch schon in den Berufen, haben Familie und so weiter. Ja, und ich glaube... da trotzdem ein Grundverständnis zu haben, wie aus welcher Kultur oder na, gegenseitig, genau. Also dieses gegenseitige Verständnis ist, muss natürlich da sein. Ja. Das steht außer Frage, dass man da ein bisschen für sich eine Toleranz oder dann auch hat, dass man eben nicht ja, wie du gesagt hast, so, ja, ich gehe mit meiner Einstellung da rein und dann bin ich enttäuscht. Nein, das ist ein Geben und Nehmen, aber wenn ich Gast bin, wenn ich irgendwo Gast bin und ich bin eingeladen in ein Haus, dann muss ich, dann kann ich nicht das Haus umstellen. Das ist so mein Beispiel. Ich bin doch nicht eingeladen. Außer du bist Interieurdesigner. Ja, ich werde beauftragt, ich werde gebeten, aber wenn ich eingeladen bin, dann schätze ich doch, was ich hier für einen Tisch habe und für Sofa und fange nicht an zu sagen, das machen übrigens manche Menschen, ja, die kommen und geben dir Tipps unaufgefordert, wie du dein Haus umräumst, das ist eine Frechheit, das lasst mal schön stehen, aber natürlich ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Eine Sache noch, Burak, Frau, ja, wir wollen ja nicht uns jetzt hier in Bereiche begeben, wo es dann politisch wird, aber siehst du unterschiedliche Frauenbilder in unterschiedlichen Gesellschaften, auch die du jetzt zu führen hast, vielleicht in deinem Beruf? Oder ist es gar kein Thema? In unserer Direktion haben wir nur also moderne Frauen, die wissen, was sie wollen, die Karriere machen wollen. Das ist das Schöne, dass bei uns im Unternehmen, oder ich bin auch froh, dass da das Familienunternehmen Deutsche Vermögensberatung und Familie Pol, das ja auch sagt, hey, gleiche Chancen für alle, egal wo du herkommst, wie alt du bist, Leistung wird hier honoriert und anerkannt, eine gute Ausbildung für beide gleich, Bezahlung ist gleich, ja. Und das ist, denke ich, auch wichtig und ein gutes Zeichen. Natürlich gibt es bestimmt draußen in anderen Bereichen immer Unterschiede. Und im Fußball, ich nehme immer das Beispiel Fußball, ja, da gibt es schon einen Unterschied auch in der Bezahlung, im Sponsoring, ja. Aber auch da wird viel gemacht. Und wenn man jetzt in international schaut, ja, da gibt es bestimmt auch Unterschiede, ja, wenn man in Richtung Asien und arabische Länder geht. Aber auch da ist eine gewisse Offenheit, merke ich, die entwickeln sich, ja, wollen da vorankommen. Und USA, Europa, also ich sage mal, jedes Land ist irgendwie anders geprägt. Ich selber schätze es sehr, was wir hier haben, diese Kultur, dass jeder das machen kann oder lernen kann,
ausbilden kann, seinen Weg gehen kann, ja, wo Leistung und Engagement und Fleiß im Vordergrund steht und ein gutes Miteinander. Ich denke, das ist eine gute Basis. Mhm. Also ich kann mich nur anschließen. Ich bin ja ein Verfechter. Ich habe zwei Töchter und natürlich mache ich mir Gedanken, Frau, Mann, absolut, ne? Weg von diesen konservativ tradierten Frauenbildern hin zu Gleichberechtigung auf allen Ebenen, wenn sie nicht übertrieben wird. Also übertrieben heißt, ich weiß nicht, ob du verstehst, also falsches Verständnis, ich will da nicht jetzt hineinmarschieren, aber Geschlechter sich aussuchen täglich, ob ich Mann oder Frau bin, geht mir zu weit. Das wissen auch meine Töchter und das ist meine persönliche Meinung. Von mir aus drei Geschlechter, wenn sich jemand dazwischen fühlt. Aber für mich gibt es ein männliches Geschlecht und ein weibliches und die sind per se nicht besser und schlechter. Und damit ist es gut, dass die Chancen für Frauen erhöht werden müssen. Es ist überhaupt nicht zu diskutieren, weil Frauen in vielen Bereichen einfach mehr Kompetenzen und Fähigkeiten, Stresstoleranz, Schmerztoleranz, man kann da viele Sachen finden, sind einfach viel besser und höher bei Frauen als bei Männern. Ich bin froh, dass sich's ändert und dass meine Töchter eine Chance haben in ihrem Leben, aus dem, was sie sind, tolle Sachen zu machen. Und dazu gehört nicht das, was du gesagt hast, auch dazu, dass es berufliche Möglichkeiten gibt, wo man eben nicht reduziert wird auf das Geschlecht, das halt nun mal entstanden ist, wo es auch immer herkommt. Lass mir noch was zum Fußball und Ungleichgerechtigkeit der Bezahlung. Wir haben ja Gästinnen gehabt bei uns. Ich glaube einfach, das ist eine Marktfrage. Es ist einfach nicht jetzt eine Geschlechterfrage, sondern eine Marktfrage. Wenn 5 Millionen Menschen Männerfußball anschauen, gibt es mehr Kohle, als wenn 500.000 zuschauen. So sehe ich das. Und dass die Leistung bei Frauen genauso hoch ist wie bei Männern. Aber es wird ja nicht die Leistung bezahlt, sondern die Effekte, die mit diesem Geschäftsmodell entwickelt werden oder gemacht werden. Und deswegen, das ist schon eine Disbalance, aber die ja aus marktwirtschaftlichen Verkaufsargumenten herkommen und nicht der Leistung direkt zuzuordnen sind. Ja, aber auch so, das finde ist, glaube ich, in der Entwicklung. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, ohne die Frauen gäbe es uns nicht. Also auch nochmal Grüße an alle Mamas dieser Welt. Ihr seid die wahren Helden, Heldinnen, ja, dass ihr quasi, ja, muss man ihr habt uns so ausgetragen, sagen, was, ja. Ja, ausgetragen, großgezogen, ja, vielleicht noch zwei Jobs gehabt und meistens ja vielleicht nicht ein Kind, sondern mehrere Kinder. Also ich denke, da leisten die Frauen schon sehr, sehr viel und das muss man immer anerkennen und wertschätzen. Also auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Mamas dieser Welt. Von meiner Seite natürlich auch. Meine Mama. Ja, ich darf noch am Schluss einen Buchhinweis geben. Auch da wurde man mal gefragt, habt ihr was zum Hinterherlesen? Also es gibt wirklich die Bibel für interkulturelle Kompetenzen, The Culture Map, gibt es auf Deutsch auch. Wirklich empfehlenswert. Also wer mit Teams arbeitet, wer mal wissen will, was ist Low-Context-Kommunikation, High-Context, welche Fettnäpfchen gibt es? Also können wir empfehlen, schreiben wir vielleicht auch mit unten rein. Das ist wirklich die Bibel für alle, die sich damit beschäftigen, The Culture Map. Es war mir ein Fest, mein lieber Burak, mein türkischer Freund. Herzlichen Tag, der bayerische Türke. Der bayerische Türke mit dem fränkischen Franzosen, das war schön mit dir. Ja, ebenfalls, lieber Oliver. Kann nur Danke sagen dir. Gute Zeit in München und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bei dir auch. Pro? Meets Profiling. Yes. Bis dann, macht's gut. Bis dann, ciao. Meine Lieben. Danke, tschüss. Danke. Ciao, ciao. Pro Meets Profiling.